meine Musiker! Herzlich willkommen zu einem neuen Piano-Tutorial hier auf meinem Kanal. Ja, etwas länger ist es ja. Ich hab mal so eine kleine Pause gemacht. Aber ich hoffe, euch hat natürlich euch das kleine Lied, was ich euch vor ein... Oh, keine Ahnung, wann ich euch das hochgeladen habe, das kleine Tab von Mattia Copelli. Hoffentlich hat euch das ein bisschen noch unterhalten dahin. Ich hatte eine kleine Pause, so ein... Ja, ein bisschen inaktiv, aber es werden jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger Videos kommen. War privat ein bisschen mehr zu tun, aber das hindert mich natürlich nicht daran, auch noch ein Tutorial für euch zu drehen. Heute lernen wir weiter die Mozart-Sonate Nummer 16, den zweiten Teil in G-Dur. Ich finde dieses Stück einfach wunderbar. Ich habe mich da mal die letzten Tage mal wieder ein bisschen eingespielt, dass ich nicht so ganz wieder auf Null anfange. Ja, und heute lernen wir weiter. Also würde ich sagen, labe mich ein Rummel, versondern fang sofort an. So, die Noten schwören jetzt ganz wirr ins Bild hinein. Die drehen sich wie so ein Brummkreisel. Okay, ich hoffe, es hat geklappt. Wenn nicht, dann muss ich mich dafür entschuldigen. Gut, also let's get started. Wir waren ja letztens hier stehen geblieben. Und zwar, schaut mal, dass wir sozusagen hier, das ist nicht chromatisch hochgehen, sondern wir gehen nach oben, dass wir dann bei diesem hier angelangt sind. Hier diesen Weg hier. Hier, das war hier so, das haben wir uns angeschaut. Und hier machen wir jetzt weiter. Also nehmen wir uns die linke Hand natürlich vor. Die linke Hand spielt das. Einspielen erstmal. Na, brauche ich nicht. Ganz langsam. Also eine Viertelnote, an die eine Sechzehntelnote gebunden ist. Unser erster Lauf, den zeige ich euch jetzt in langsam. Viertelnote, an die eine Sechzehntel gebunden ist, dann As, G, F, S, D, C, H, C, S, G. Okay, das C hier, das hat einen Punkt an der Seite, das heißt wieder, das wird um sozusagen die Hälfte von dem eigentlichen Wert verlängert, das heißt... Ihr könnt euch natürlich noch daran erinnern, das hatte ich euch schon mal erklärt. Das heißt, es wird eine Achtel plus eine Sechzehntel gehalten. Dann hier Sechzehntel und eine Viertelnote. Dann haben wir eine Viertelpause. Das ist erstmal der Lauf, den übt den gerne erstmal einzeln. Er ist nicht allzu schwer. Ja, Mann, der einspielen würde. Einspielen, Leute, spielt euch immer ein. Eigentlich kein gutes Beispiel gerade. Hätte mich vorher einspielen und so ein paar Tonleitern. Egal, das schadet nichts. Gut, dann übt das gerne erstmal und die linke Hand spielt dazu folgendes. Ich zeige es euch einmal ganz langsam. Okay, wobei ich würde sagen, ich bin schon zu schnell. Ich zeige euch doch mal ein bisschen langsamer. Ich renne hier direkt vorweg, das machen wir nicht. Und zwar spielt ihr As, F, C, F, G, D, H, D, F, D, G, D, S, C, G, C, D, H, F, H, C, doch genau, C, ja, also halt eine Oktave C, 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 S, C. Reicht erstmal. Okay. Wir können ja mal kurz die Akkorde bestimmen, dass ihr es euch leichter merkt. Guckt mal, wir haben hier As, C, F. Das ist ein F-Moll-Akkord. Denn von F aus. Und zwar hier ein F-Moll-Akkord. Danach, als nächstes, kommt ja ein, also das ist F-Moll. Hier. Dann kommt, das wisst ihr. Tja, das wissen wir, das kommt eigentlich am meisten drin vor. Das ist natürlich der allseits bekannte G-Dur-Akkord. Dieser hier, das ist jetzt so kein richtiger Akkord. Damit würde ich euch jetzt eigentlich nicht... Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, müsste es...
ein G7 sein, aber lasst euch da nicht, ich glaube, es ist ein G7. Bin ich mir jetzt gerade unsicher, bin ich mir unsicher, dann. Hier, das ist ein C-Moll-Akkord, guck, C, S, G heißt C-Moll und wir haben hier S, G, C. Ein C-Moll-Akkord, das hier wieder, oh Mann, ich weiß, ich bin echt dumm, ich weiß nicht, was das hier gerade für ein Akkord ist. Ah, mein Gehirn hat Brain-Out. Und hier wieder, das ist jetzt auch kein Richter, das geht dann wahrscheinlich mehr wieder in Richtung C-Moll. Okay, aber nur, das war jetzt nur, um die Akkorde zu bestimmen, okay? Und zusammen kombiniert, spielt ihr es so, ganz langsam. Ich habe hier gerade einen stummen Fingerwechsel gemacht. Das ist eine gute Frage, wieso ich das gerade gemacht habe. Das mache ich, glaube ich, nicht. Aber egal, auf jeden Fall. Okay, so übt ihr es ganz langsam kombiniert erstmal. Okay, ihr könnt das Video natürlich auch sehr gerne pausieren an dieser Stelle. Ich gucke kurz auf die Zeit. Okay, 7 Minuten 2. Okay, wir sind noch gut in der Zeit. Denn so lange, wir haben jetzt ein bisschen länger gebraucht. Ich habe euch ja noch kurz die Akkorde gezeigt hier. Akkorde. Gut, lernen wir noch eine neue Strecke und zwar dort, wo wir anfangen wollten und dann lernen wir nächstes Mal, ja? Da war es dann schon so ein bisschen dramatisch. Ich habe euch übrigens auch netterweise überall die Fingersätze, wie ich sie spiele. Ist eigentlich total unnötig, aber ich meine, sucht euch ganz wichtig mal euren individuellen Fingersatz, euren eigenen, mit dem ihr am besten zurechtkommt. Okay? Aber jetzt genug damit. Jetzt geht's weiter. Unser neuer Lauf wird. Ja, blablabla. Ich zeige es doch mal ein bisschen langsamer. Okay, das heißt praktisch. Also, so wäre es dann halt richtig. Hast du auch verspielt? Also, passt auf, ich zeige es euch ganz langsam. Ihr spielt das G. Da ist wieder eine Viertelnote, an die eine Sechzehntel wieder gebunden ist. Also, dann Fis, A, G, B, Cis, B, Cis, Cis mit Viertelnote, dann D. Okay, sonst spielen wir dazwischendurch immer Sechzehntelnoten. Okay, noch einmal. Und wichtig, Leute, das ist, was mir gerade noch einfällt, nicht schmieren. Das heißt, also, wisst ihr, sondern wirklich immer, wirklich jeden Finger dann immer auch loslassen. Wirklich, das war jetzt sehr übertrieben gezeigt, aber es ist halt so. Das passiert auch mir manchmal, dass ich manchmal schmiere einfach. Das ist, aber normal, achtet da wirklich drauf, ist wichtig. Okay? Und die linke Hand spielt dazu folgendes. Also, ich sag's euch direkt. Cis, B, E, B, dann D, B, G, B, S, B, G, B, D, B, G, B, D, A, Fis, A, D, A, Fis, A. Das spielt die linke Hand und das übt euch wirklich ganz entspannt ein. Wirklich ganz entspannt. Wir können kurz die Akkorde bestimmen. Wir haben Cis, Cis, E, B. Das ist jetzt natürlich, na gut, das ist dann wiederum, das könntet ihr jetzt entweder so sehen, das ist in diesem Sinne sozusagen auch kein, das ist in dem Sinne kein wirklicher, ich sag jetzt mal so, kein richtig existierender Akkord. Also, ich meine, denn Cis, B, E, ist in der Regel, das wird nirgendwo verwendet. Ihr seht auch an den Halbtonschritten, das passt nie hin.
Das kann ich jetzt euch nicht so genau sagen. Also ich weiß es für. Aber hier haben wir natürlich. Ah ne, Quatsch, so meine ich hier. Das ist G-Moll, B-Moll, G-Moll, so ein Ding ist es. Ich würde es nämlich so, das haben wir G-Moll, dann S-Dur, wieder unseren G-Moll-Akkord und hier haben wir D-Dur. So, und zusammen kombiniert unsere Strecke, hört sich unsere nette Strecke so an. Dann geht es dann eben so weiter. Okay, aber ich, ja, gut, die Zeit ist. Oh, wir sind schon bei 11 Minuten, Mensch. Okay, Leute, dann. Okay, dann würde ich auch sagen, beenden wir diese Strecke. Okay, ja, also ich hoffe mal, ihr habt alles verstanden. Wenn natürlich Fragen offen sind, sofort in die Kommentare. Sofort nicht lang überlegen. Habt eine Frage, sofort in die Kommentare schreiben. Ich beantworte sie euch. Ich werde euch auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Antwort geben auf eure Fragen. Wenn ihr Fragen habt bezüglich Fingertechnik, wie immer entspannt lassen, jede Fingerbewegung. Wieder die Fingerschulter entspannt lassen. Okay, und dann übt das gerne bis zum nächsten Mal ganz entspannt. Ich denke mal, nächstes Video mache ich auch dieses Tutorial. Also das nächste Tutorial wird auf jeden Fall auch dieses Stück, denn wir sind da fast am Ende. Es kommt ja dann noch eine Wiederholung im A. Bis zum Ende hin kommt ja noch die Wiederholung hier vom Anfang. Also Leute, aber dann würde ich sagen, beenden wir das Tutorial auch für heute. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir würde gerne einen Daumen nach oben da. Lasst mir gerne eine nette Bewertung in den Kommentaren da. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal. Ihr verpasst keine Videos mehr. Es werden jetzt auch wieder aktiver Videos und Tutorials kommen. Ich hoffe, ihr konntet alles gut nachvollziehen. Ja, schreibt mir wie immer Fragen in die Kommentare. Dann, Leute, würde ich auch sagen, habt auch einen schönen Tag. Bleibt auf jeden Fall motiviert. Bleibt dran an dem Stück. Es ist, ich weiß nicht, das Stück ist, würde ich sagen, ist so ein Mittelding. Es ist jetzt nicht so schwer und nicht zu leicht. Aber das kann jeder anders sehen. Also, Leute, habt einen schönen Tag. Bleibt schön motiviert und fokussiert. Wir sehen uns im nächsten Video, was auch immer ich dann mache. Bis dahin würde ich aber erstmal sagen, tschüss.